Hallo bei Nerdfallmedizin. Hallo. Diesmal wieder mit so ein bisschen einem abgespacederen Thema. Wir sind ja abgespacede Typen. Und zwar mit der Notfallsedierung, Martin. Ja. Die Notfallsedierung. Tja, was ist das überhaupt? Ihr kennt vielleicht alle die Kollegen, die Patienten, die man vor allen Dingen am Bahnhof oder in der Umgebung des Bahnhofes vorfindet, die manchmal massiv agitiert sind und obwohl sie dringend behandelt werden müssen, der Behandlung erstmal zugänglich gemacht werden müssen. Vor allem, weil sie nicht orientiert sind und selbstgefährdet oder fremdgefährdet genau, sind. Genau. Also es geht so um delirante Patienten, kann man so grob subsumieren. Das sind Patienten, wo man eine Notfallsedierung eventuell applizieren muss. Mhm. Martin, bevor wir über die Notfallsedierung im Detail sprechen, was sind denn ganz, ganz wichtige Dinge, die wir bei der Notfallsedierung oder bevor wir die Notfallsedierung anwenden, überprüfen müssen? Also ein paar gibt es wirklich und die sollte man immer im Kopf einmal durchgehen. Das geht relativ schnell, aber das ist ganz zentral. Die erste Frage ist, müssen wir überhaupt eine Notfallsedierung machen? Ja? Ist das gerechtfertigt? Ja? Ist das jetzt nur ein Typ, der einfach schlecht drauf ist und keinen Bock hat, sich die Kopfplatzwunde versorgen zu lassen? Dann haben wir da kein Recht, vermutlich, wenn der orientiert ist, ihn zu zwingen. Oder ist das jemand, der im Crystal-Rausch völlig ausrastet und überhaupt nicht mehr zugänglich ist und keine rationale Diskussion in irgendeiner Form notwendig ist, möglich ist? Dann, das heißt, machen wir es überhaupt? Dürfen wir es überhaupt machen? Das Zweite ist, gibt es irgendwelche Möglichkeiten der Deeskalation? Gerade wenn Polizei noch involviert ist, am Anfang schon, kann es sein, dass unser Auftreten auch so eine Vermittlerrolle ist, dass wir tatsächlich helfen können, so eine Situation zu entspannen, so nach dem Motto, ja, und wir wollen ja nichts Böses und wir wollen niemanden einsperren und so weiter. Manchmal kann man auch dann eine Sedierung oder eine Aggression von unserer Seite aus vermeiden. Und das Dritte ist, gibt es irgendwelche andere Ursachen für diesen Agitiertheits-Aggressions... Agitations ist das Wort, ich bin selber schon ganz agitiert. Gibt es irgendeinen Grund für diesen Zustand, ja? Der nicht in Drogen oder irgendwas anderem liegt, sondern der vielleicht reversibel ist? Klassisch Hypoglykämie. Es gibt immer wieder Einzelfälle und zwar erstaunlich viele, wo Leute Midazolam kriegen, Lorazepam kriegen, Midazolam kriegen, Haldol kriegen und irgendwann einmal kriegen es dann Glucose. Weil man merkt, dass der Blutzucker ziemlich niedrig ist. Und also immer an den Blutzucker denken, besteht irgendeine Möglichkeit, kann man in dieser Situation vielleicht den Blutzucker vorher messen, kommt natürlich ganz klar auf die Situation drauf an. Kann der Patient hypoxisch sein? Auch das haben wir beide schon immer wieder erlebt. Patienten, die dann abwehrend, agitiert, nicht voll orientiert kommen und eigentlich nur wieder Zolam irgendwie kriegen und in Wirklichkeit einfach eine 82er oder 70er Sättigung haben bei einer schwersten Pneumonie und in ihrer Hypoxie oder COPD in ihrer Hypoxie, teilweise Hyperkapnie, einfach agitiert werden, und weil sie ums Überleben kämpfen, weil sie gerade ersticken. Da wäre ich auch relativ agitiert, muss man sagen. Oder war ein akutes Trauma gerade involviert? Also ist der Patient gestürzt? Gibt es ein Schädel-Hirn-Trauma, irgend sowas? Oder schlimme Schmerzen? Ich dachte immer, man sediert den Patienten immer dann, wenn man den Faustkampf wahrscheinlich nicht gewinnt. Genau. Wieder was gelernt. Ja, genau. Wenn wir also jemanden sedieren, ja, dann müssen wir uns überlegen, welche Situation liegt überhaupt vor. Und da empfehlen wir euch eins von zwei Kochrezepten. Und zwar gibt es zwei verschiedene Situationen. Das eine ist die Situation, das ist ein Patient, der so ein bisschen drauf ist. Ja? Also der ist desorientiert, der ist delirant, der ist aber nicht maximal agitiert kämpfend. Das ist keine Kampfsituation. Das ist zum Beispiel jemand, der auf irgendwelchen Legal Highs ist, ja? Der irgendein Spice raucht und so ein bisschen oder Ecstasy, das ist ja wurscht, irgendwas von diesen agitierten Sachen, manchmal auch bei den Amphetaminen, solange die eben nicht maximal aggressiv sind. Da die merken auch selber häufig, dass sie auf irgendeinem Trip sind und wollen den auch beenden, weil er nicht so toll ist, der Trip. Sonst wären wir meistens nicht involviert. Und da gibt es so drei Stufen, die ich euch empfehlen würde. Die Stufe 1 ist Benzodiazepin, also zum Beispiel ein Lorazepam, 1 bis 2,5 Milligramm oral. Damit kann man den Leuten meistens schon ganz gut helfen. Ja? Ganz simpel Schmelztablette und die Sache hat sich häufig tatsächlich erledigt bei diesen noch recht entspannten Patienten. Die nächste Variante, wenn man merkt, okay, der hat immer mehr Halluzinationen oder die Benzos helfen da gar nichts, wäre dann tatsächlich ein Haldol, intramuskulär, wirkt sehr schnell, hieße aber in der Konsequenz, vor allem wenn man es nicht IM gibt, sondern zum Beispiel IV gibt, dass man die Patienten Monitor überwachen muss, also deshalb eher die IM-Gabe empfohlen. Und als dritte Stufe, wenn man merkt, die ganze Sache eskaliert, kommen wir quasi zum
Aggressionsalgorithmus. Und das ist schon die zweite, das zweite Szenario. Philipp, hattest du vor kurzem mal so einen Patienten, der so maximal aggressiv, richtige Kampfaktionen? Nein. Das ist schön. Du läufst immer weg. Nee, tatsächlich habe ich regelmäßig solche Patienten immer wieder und voran muss man sagen, meistens kann man, wenn man ein bisschen deeskalationsgeschult ist, kann man das meistens dann doch irgendwie nochmal das Ruder rumreißen. Aber ich glaube, du hattest zum Beispiel gestern Nacht auch einen Patient, der war schon maximal agitiert und unfreundlich und den musste man zum Glück nicht sedieren, sondern einfach nur rauswerfen. Aber natürlich kenne ich solche Patienten und natürlich ist es schwierig, mit denen umzugehen, aber da gibt es ja ein Device, was uns da enorm geholfen hat in den letzten Jahren. Also, genau. Wenn man in so einer Situation ist, wir reden jetzt von einer de facto Kampfsituation. Das heißt, das Ziel ist die schnellstmögliche Sedierung des Patienten unter größtmöglicher Sicherheit für uns. Wieder zwei Aspekte. Erstens mal die Gesamtsituation und dann die medikamentöse Therapie. Zur Gesamtsituation ist ein Satz wichtig. Fixierung ist Teamsport. Was heißt es? Wenn wir einen Patienten fixieren und um dem irgendwelche Medikamente zu geben, muss der irgendwie kontrolliert werden, brauchen wir ein Team. Dem Team muss klar sein vorher, was wir machen, was unser Plan ist. Und dann gibt es noch ein paar goldene Regeln. Erstens, das Wichtigste ist Selbstschutz. Keine heldenhaften Aktionen. Wir stürmen da jetzt nicht rein und wollen ihn davor bewahren, irgendwas Blödes zu tun. Sondern erst dann, wenn wir sicher sind, wenn unser Plan klar ist, wenn unser Team steht, dann schreiten wir ein. Und dazu muss man, glaube ich, auch noch was sagen. Unmittelbarer Zwang, also einen Patienten zu fixieren, physisch zu fixieren, in den Schwitzkasten zu nehmen, das ist Aufgabe der Polizei. Genau. Und das meine ich mit Team. In dem Fall ist es völlig klar, wir brauchen da die Unterstützung der Polizei. Das ist jetzt nichts, was wir jetzt so zum Spaß heldenhaft machen. Oder machen dürfen. Oder machen dürfen, ja genau. Das heißt, das Team, in dem Fall involviert die Polizei und vor Ort, ja, die dann auch meistens die Kontrolle hat, muss informiert sein. Ziel erstens Selbstschutz, zweitens kontrolliere den Kopf. Wir müssen den Kopf hauptsächlich fixieren. Warum, sage ich nachher gleich nochmal. Und drittens, wir brauchen zahlenmäßige Überlegenheit. Da hilft es nichts, wenn man jetzt zwei Megapolizisten hat, die dann vielleicht niederrangeln, sondern in der Regel, gerade wenn die Patienten auf irgendwelchen krassen Drogentrips sind, gerade so Amphetamin-ähnlich, braucht man pro Extremität, und der Kopf ist auch eine Extremität in dem Fall, eine Person. Das heißt, man braucht für die Fixierung, für eine sichere Fixierung, fünf Personen plus eine, die die Medikamente appliziert. Also ein großes, großes Personalkontingent. So, also, jetzt haben wir mit der Polizei besprochen, was wir machen, welche Medikamente wählen wir jetzt. Ja? Und da empfehlen wir euch, intranasales niederzulahmen. Und zwar mit dem sogenannten MAD, ja, das haben wir hier vorbereitet, vielleicht sieht man es da, ja, und zwar dem Nasalzerstäuber. Das hilft uns, Midazolam direkt über die Nasenschleimhaut zu geben. Warum MAD und nicht irgendwie, du spritzt mit dem HGV was? In dem Moment, wo da jemand kämpft, und selbst wenn da fünf Leute auf dem drauf sitzen und den professionell fixieren, können sich Menschen noch immer gut bewegen, vor allem wenn die trainiert sind und wenn die auf Amphetaminen sind. Und da ist jede Nadel, die wir benutzen, ja, immer ein Risiko für uns, oder für unser Team. Sehr schnell kann es sein, dass die Nadel, die gerade im Patienten war, irgendwie in jemand anderen drinnen ist, und das würde man auf jeden Fall vermeiden wollen, vor allem weil die natürlich auch wieder ein höheres Risiko haben von irgendwelchen HIV- oder Hepatitis-Geschichten, muss man ehrlich sagen, ja, genau. Übertragbaren Krankheiten. Also, Stufe 1 des Aggressionsalgorithmus. Intranasales Midazolam, je nach Bedarf, ja, mindestens normalerweise 5 bis 15 Milligramm. Bei der hochkonzentrierten Form von Midazolam sind es pro Milliliter 5 Milligramm, und nachdem man ja sagt, 1 Milliliter pro Nasenloch, kann man da mal 10 Milligramm sehr, sehr gut applizieren. Meistens muss man bei den Patienten schauen, dass die schnaufen, aber die Nase auch zuhalten, weil die das sonst wieder rausrotzen, vor allem wenn sie Erfahrung mit dieser Technik haben. Es kann auch sein, dass die aber viel, viel höhere Dosen brauchen. Stufe 2, wenn das noch nicht ganz ausreicht, ja, nach ein, zwei Minuten nach dieser Gabe sind die Patienten wahrscheinlich so schwach, dass man die gut halten kann, den Arm fixieren kann, dem einen Zugang legen kann und Propofol verabreicht. Ja. Einfach Propofol nach notwendiger Dosierung, so im Schnitt, fängt man vielleicht mal an mit 20, 30 Milligramm IV, hängt natürlich von der Konstitution ab und von der Erfahrung, die man mit dem Medikament hat. Und dann gibt es noch den Rescue-Algorithmus, also das allerletzte, das uns übrig bleibt in einer maximalen In-Extremis-Situation, wo wir sagen, das einzig Wichtige ist, so schnell wie möglich den Patienten zu sedieren. Auch da, denke ich, wird es immer eine Situation sein, wo die Polizei aktiv involviert ist.
Aber wenn die sagen, okay, da geht es jetzt nur mal ein paar Sekunden, der muss jetzt sofort kontrolliert werden, vielleicht kann man den nicht gut festhalten, dann heißt es Ketamin intramuskulär extrem hochdosiert. 200 bis realistisch eher 400, 500 Milligramm intramuskulär. Zack, durch die Hose durch, in den Hintern, in den Oberschenkel, wo auch immer mal was trifft, so gut es geht, rein und ganz schnell wieder weg. Tipp von einem Anästhesisten, der das mit dem Ketamin öfter macht, ist als Nadel die Perfusor-Aufziehnadel zu nehmen. Die ist nämlich dick, damit kommt man auch durch die Kleidung mal durch und die knickt nicht so schnell ab. Aber ja. Achtung, ist natürlich ziemlich traumatisch. Ist natürlich relativ traumatisch. Okay, ich würde jetzt mal vorschlagen, darauf habt ihr sicher alle gewartet, dass ich das mal vorzeige. Und zwar am Herrn Gotthard. Yeah. Ja, er freut sich schon. Also, MAD heißt zum Beispiel eine 2 ml Spritze, das ist relativ effizient in dem Fall. Aufstecken, fest aufstecken dieses MAD-Adapters. Noch optimaler sind Lyrlock-Spritzen, aber die gibt es regelhaft im Rettungsdienst nicht. Und dann, damit ihr das einmal seht, festdrücken. Und es entsteht ein schöner Hauch. Und wenn man das jetzt beim Patienten macht, ja, geht man dann zum Beispiel so her, ja, hält den irgendwie, führt das dann so ein und dann... ah. Und dann sprüht man das. Ihr seht, das rinnt auch gleich wieder raus. Deshalb macht es Sinn, das Nasenloch danach zumindest kurz zuzuhalten, ja, damit das auch appliziert wird. Festdrücken, festdrücken, sonst tropft es nur raus und es bringt fast nichts. Nett.